Guten Tag, meine Damen und Herren. Heute begrüße ich Sie zum Trading Update zur Artikelserie Trading mit Saisonalitäten aus der Oktoberausgabe des Traders Magazin. Heute haben wir beide Kandidaten hier als Update und Sie sehen hier als erstes die Software AG, die man gestern hätte kaufen sollen und die man bis zum 28. Februar im Depot halten sollen. Hier sagt sogar der Computer mit neuen Berechnungen bis Mitte März, aber das ist nicht tragisch. Sie sehen schon, die grüne saisonale Linie zeigt nach oben. Die Aktie hat einige Tage vorher schon ein Tief gemacht. Jetzt ist die Frage, wo steigt man da ein? Was Sie hier noch sehen, ist ja meine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, bei der ich ja davon ausgegangen war, wenn die Aktie sich gut hält, könnte zum Einstiegszeitpunkt die Nackenlinie überschritten werden. Das ist natürlich jetzt Schnee von gestern und jetzt wollen wir mal sehen, wie das aussieht mit dieser Chartformation. Das ist nämlich ein bullischer Abwärtskeil und wenn man diesen bullischen Abwärtskeil als Maßstab nimmt, dann muss die Aktie hier über 38,18 € steigen. Dann wäre das laut diesem bullischen Abwärtskeil ein Einstiegssignal. Natürlich sehen wir hier ganz links einen Widerstand. Hier haben wir auch nochmal einen Widerstand. Also, Regel bedeutet, die Aktie muss über diese grüne Linie bei 38,59 steigen. Ich mache nochmal mit dem blauen Pfeil hier. Dann wäre die Aktie ein Kaufkandidat, der Stop sollte man dann hier unter dieses Tief platzieren und dann wartet man einfach ab, was dann da so noch kommen soll. So, jetzt mal zu den Eckdaten. Durchschnittsgewinn 25,28%, maximaler Gewinn 63%, durchschnittliches Risiko 2,6%, maximales Risiko 10%. So, und wenn man hier jetzt nimmt, 38 Euro 58 zum Einstiegen, der Stop bei 34, dann wäre das weiter als das maximale Verlustpotenzial jemals bei dieser Strategie und eigentlich im sicheren Bereich. Aber ich würde sozusagen diese Aktie beobachten, würde mir überlegen, ob ich vielleicht das Stop nicht eng nachziehe, wenn der Kurs eventuell hier an diesem nächsthöheren Widerstand bei 40 Euro angekommen ist. So, das war jetzt die erste Aktie. Jetzt kommen wir zur zweiten Aktie dieser Artikelserie. So, da haben wir sie hier schon, die BMW-Aktie. Hier habe ich Unterstützung und Widerstand eingezeichnet. Hier habe ich den Trend eingezeichnet. Auch diese Aktie sollte man gestern erwerben. Auch hier sieht man, dass das Jahrestief sozusagen einige Tage vorher war. Und was haben wir hier? Durchschnittsgewinn 23%, maximal 53%, Durchschnittsverlust knapp 4,61%. So, und jetzt haben wir hier ein Problem, nämlich, Sie sehen es schon, wenn eine grüne Unterstützung unterschritten wurde, dann ist das ein neuer Widerstand. Dann ändern wir die Füllfarbe und dann bedeutet das, dass die Aktie erst diese Linie wieder zurückerobern muss. Würde bedeuten, die Aktie muss hier über diesen Bereich steigen. Einstieg über, Sie sehen es hier unten, nee, hier unten sehen Sie es nicht, ist nicht im Bereich. Über 77,61 ist diese Aktie saisonal ein Kauf. Dann ist diese rote Widerstandslinie zurückerobert, ist eine neue Unterstützung und der saisonale Trade kann beginnen. Momentan ist es etwas schwierig. Man hätte jetzt sagen können, dass man hier schon long geht, aber Vorsicht, wir haben übermorgen den kleinen Verfalltermin. Ist nicht auszuschließen, dass wir alles, was wir hier sehen, dass nur eine Gegenbewegung aufgrund dieses Verfalltermins ist. So, das war es, meine Damen und Herren, aus meiner Analystenstube. Das war wieder ein Update
von Thomas Bob und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Börsengeschäften. Tschüss.